Ayo, und herzlich willkommen zum 10. Spieltag, dem vorletzten Spieltag der YPL. Denn die YPL wird ja abgekürzt, falls ihr es nicht mitbekommen habt, es wird keine Rückrunde geben. Dementsprechend ist das jetzt der vorletzte Spieltag gegen Saschki mit seinem Team Hack City. Sein Team besteht aus Titani. Shaman Sky im X-Tier, Mega Low Punny und Katapultra im S-Tier, im Rotom Heat und Turbo zum A-Tier, Milotic und Bundlebee im B-Tier, Kaifel im C, Piondragi und Mauzinger im CD-Tier und Pes Kryodon im D-Tier. Sein Team ist strong, sein Team ist schnell. Also vor allem sein Team ist schnell. Ich habe ein bisschen Angst an dem Speed drauf zu gehen, weil es ist echt fast, das Team. So, er hat Bundlebee, Katapultra, Lopunny und Shaman Sky, die halt schon übertrieben schnell sind. Habe ich ein bisschen Angst vor. Mein Team besteht aus Expert Belt, Prankster, Whimsicott mit Tailwind, Moonblast, Giga Drain, U-Turn. Tailwind einfach noch so ein Last Resort Move, falls er sich anbietet. Dann haben wir Void Terminal, unser Naganadel mit der Yachi Berry, um uns potenziell gegen Keifel zu boosten, weil wir überleben zwei Ice Shards dadurch. Mit Full Attack Adamant. Oh Gott, es tut mir leid, ich muss gerade die ganze Zeit aufstoßen. Genug Speed, um auf plus 2 ganz viel zu outspeeden und sonst auch relativ viel zu outspeeden. Ich glaube, danach das nächste, was ich outspeeden wollte, war, glaube ich, Scarf Mautzinger. Dann haben wir mit Jorah, unser Hooper Ando mit Choice Scarf, ist schneller als sein ganzes Team. Mit Hyperspace Fury, Zen Headbutt, Trick und Knockoff. Haben wir Stinke Pete, unser Nervous-Fan mit Lumberry, Thick Pet, weil ich habe keinen Bock von Rotom den Burn oder den Willow zu fressen, deswegen so. Mit Ice Shard, Icy, Crash, Earthquake und Stone Edge. Komplett physisch offensiv mit Adamant. Dann haben wir Raikou, unser Lucifer mit dem Night Claim, mit Light Screen und Reflect, Toxic Thunderbolt. Und wir haben Jafar, unser Moltres, Mixed Defensiv mit Roost, Toxic, U-Turn, Flamethrower. Genug Speed Investment, genug Special Death Investment, um zwei Specs Shadow Balls zu tanken von Katapultra. Und ja. So, ich schreibe ihm, er kann einladen. Kannst einladen. Das ist soweit der Plan, den ich jetzt verfolgen werde. Genau. Ich habe ein ganz böses Gefühl, dass ich halt an dem Speed in seinem Team zugrunde gehe. Oder auch ein bisschen an Keifel. Ich habe Angst vor Keifel. Es wäre okay, wenn ich verliere. Aber ich versuche natürlich trotzdem, Win rauszuholen, so gut es geht. Das sieht halt echt nicht so geil aus, weil sein Team ist einfach viel zu schnell. Also, holy shit, ist das Team schnell. Habe ich riesen Respekt vor. Aber nun gut. Ich weiß auch, dass Saschki an sich ein guter Spieler ist. Es ist nicht seine Season. Er ist, glaube ich, gerade Vorletzter oder so. Vorvorletzter, ist auf Platz 10. Könnte mich mit einem Win nicht überholen, wegen Differenz. Wir werden gleich statt von den Punkten, aber differenzmäßig kann er mich nicht einholen, glaube ich. Oder? Nee, in keinem Fall kann er mich irgendwie einholen von der Differenz her. Genau, ich warte jetzt noch darauf, dass er einlädt. Und dann geht's auch los. Ich würde sagen, ich setze ja mal kurz einen Cut, bis die Einladung da ist. Okay, ich brauchte gar keinen Cut setzen, die Einladung kam direkt. Wir spielen YPL Saschki und wir akzeptieren auch direkt. So, mein Team ist auch schon im Kalk, er hat dabei. Lopunny, damit habe ich gerechnet. Er hat Rotom dabei. Wir schreiben U2, das was ich am liebsten tue. Er hat Rotom dabei, Rotom Heat. Er hat Piondragi dabei. Katapultra, Turbos und Milotic. Milotic musste er mitnehmen, das war klar. Vor Selfa hatte ich schon ein bisschen Schiss gehabt. Ich würde sagen, dass das passt soweit. Ich kann nicht mit Majora leaden. Das kann ich nicht machen. Aber ich könnte potenziell mit Raikou leaden. Das ist eine Idee. Ich will mal was nachschauen. Er wird wahrscheinlich mit Turbos leaden und das wird Sash sein. Und dann wird er Rocks legen. Eigentlich auch fein. Ich werde allerdings, glaube ich, wirklich mit Whimsicott leaden. Ich glaube, Whimsicott, oder?
Doch, Whimsy sollte fein sein. Whimsy sollte fein sein. Ellie mit rotem Heat. Okay. Kann er den Scarf spielen? Potenziell ja. Sprich nicht viel dagegen. Dementsprechend gehen wir direkt in Raikou. Das ist schon fein. Er drückt den Will-O-Wisp. Das ist in Ordnung. Auf Raikou ist er in Ordnung. So, würde ich sagen, drücken wir den Reflect. Drücken wir Reflect zuerst. Wir drücken Lightscreen. Lightscreen kommt, er drückt V-Switch. Er crittet sogar nochmal. Okay. Hauptsache nicht den Lightsaber achten. Ja, hab verstanden. So, Dragapult kommt rein. Den toxen wir. Oh, der hat Hex. Okay, na gut. So, wir holen Hooper rein. Und drücken einmal. Oh, trotz des Light Clays. Krasser Schaden. Ich würde sagen, killt der Nock. Dragapult. Joy Scarf. Nock killt auch. Ja, wir drücken Nock. Verlieren wir, glaube ich, nichts mit. Drapion kommt rein, okay. Genau deswegen drücke ich hier Nock, weil ich möchte seine AV, die er nämlich hat, nicht mehr sehen. So. Jetzt kommt von seiner Seite aus wahrscheinlich auch ein Knock-Off. Und ich würde sagen, ach, keine Ahnung. Drapion war auch im Teambuilding schon ein großes Problem. Gerade diese Kombination aus Poison, Dark, super schwierig gewesen für mich. Ich muss nachschauen. Drapion. Defensive. So, der Knockoff hat ihm 31% gemacht. Der ist schon mal. Der könnte offensiv sein, maybe. Und er kann offensiv sein. Ja, doch. Der könnte ein bisschen HP-Investment haben. Das würde Sinn ergeben. Und dann der Rest ist offensiv. Oder. Speed Special. Nee, der ist offensiv. Der hat jetzt hier 252. Also Knockoff killt mich nicht. Wenn er Jolly spielt. Wenn ich jetzt in Memo gehe und ein Knockoff kommt, macht er knapp 45%. Auf Moltres 36%. Auf Naganadel 63%. Wir haben den Lightscreen nur draußen, naja. Jetzt hätte ich doch gerne den anderen. Wenn ich jetzt sage, Whimsy. Whimsicott wäre eine Möglichkeit, um den Knockoff jetzt. Wäre eine Überlegung. Gerade. Wäre eine Überlegung. Aber. Wenn ich das jetzt verhau, dann ist doof. Aber was hat er denn eigentlich nicht dabei? Der hat Shaman nicht dabei. Er hat Lopunny war dabei. Bundlebee ist nicht dabei. Ja, okay. Ich kann auch nicht wirklich in Moltres gehen. Ich glaube, ich gehe in Mamo und fress einmal den Knock. I guess. Da gehe ich in Naganadel. Wie viel mache ich mit Naganadel gegen ihn? Naganadel. Ich mache ihm halt schon echt guten Damage und ich brauche die Yachi Berry nicht. Also ich kill den auch. Sagen wir es so herum. Ja, wir gehen Naganadel. Er drückt X, ist er. Oh, Bestes, was passieren kann. Das Beste, was hätte passieren können. Ich würde sagen, wir droppen straight den Draco. Ja. Drapion ist raus. Das ist gut. Das ist gut. So, er sieht auch, dass wir einen Special Attack Boost bekommen haben. Ist aber auch ein so. Wir können auch schon mal merken, sein Rotom ist nicht Scarf. So, Drapion weg zu haben ist super gut. Und die X ist er. Chokuzel. Lopunny kommt rein. Das haben wir vorbereitet. Wir gehen Moltres. So. T-Wave. Ist in Ordnung. Ist nicht cool, aber in Ordnung. Ich gehe straight auf den Toxic.
Ja, auch Rotom getoxt zu haben, ist super. Und es wird wahrscheinlich wieder der V-Switch kommen. Moltres gegen Rotom Heat. Sagen wir Bulky Pivot. Volt Switch macht halt, wenn er kein Special Investment hat, 43% Max Damage. So free kann er gar nicht auf Volt Switch gehen. So free kann er gar nicht auf Volt Switch. Ich gehe auf Memo. Ja, perfekt. So, wir haben die Lumberry. Sprich, drücken einfach die Edge. Ja, perfekt. Willow kommt. Wir haben die Lumberry genau für den Fall und die Edge trifft. Und er stirbt durch Gift. Ah! Oh, super gut. Super gut. Das war important. Das war richtig important. So. Milotic. Gegen Mamo. Milotic. Dann haben wir Oyo Mixed Wall. Scald killt uns halt fast, ne? Wir gehen Whimsy. Ja, Scald kommt. Macht 24% genau. Von hier rein. Okay, ist egal. Gegen Whimsicott. Ja, es war eine gute Roll für ihn. Ich bin dazu vielleicht auf Moonblast zu gehen. Ich glaube, das tun wir hier auch. Er muss halt vor Specs potenziell Angst haben. Potenziell muss er vor Specs Angst haben. Und ich glaube, ich habe den Speed-Tie verkackt auf Ace. Oder wir haben gleich viel. Keine Ahnung. Wir gehen auf Moonblast. Okay. Der bleibt drin und geht auf Toxic. Ist vollkommen in Ordnung. So, viel Flame Orb Damage und wir gehen auf Giga Drain. Bam, macht er Schaden. Der leckere. So, mit Burn. Wir gehen wieder auf ein Giga Drain. Wir heilen uns halt immer wieder komplett full. So. So. An der Stelle würde ich jetzt einmal für U-Turn gehen. Ihn hochheilen lassen. Okay, gegen Low Bunny. Das ist auch in Ordnung. Wir gehen daraufhin wieder in Moltres. Das Spielchen kennen wir ja schon. Wir gehen auf U-Turn. Bitte komm durch. Perfekt. Wir gehen daraufhin jetzt wieder in Hooper, weil wir schneller sind. Und drücken aber straight Hyperspace Fury. Ohne Rücksicht auf Verluste. Bam, 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 bam. Macht auch auf den guten Schaden. So. Potenziell können wir wieder in Moltres gehen. Ich glaube, das machen wir auch. Wir gehen straight wieder in Moltres. Er drückt Drain Punch. Ist in Ordnung. Gibt ihm halt nicht allzu viel. Und er kriegt den Flame Body Burn. Schmackofatz. Aber er könnte jetzt halt Dings haben, ne? Wie heißt das? Vergessen. Fassade. Fassade macht halt jetzt echt guten Damage. Ich würde trotzdem jetzt einfach straight auf einen U-Turn, gehen. Ja, Dragapult kommt wieder rein. Und wir gehen wieder in Hooper. Hooper pressured gerade mal. Hooper tut mal endlich das, was es tun soll. Es pressured. Ah, Hooper gegen Dragapult. Ne, war dagegen. Low Bunny. Ne, falsches Low Bunny. Low Bunny, mega. Oh, you're all out attacker. Sein Headbutt killt ihn halt in alle Welten, ne? Braucht man nicht drüber reden. Dragapult kill ich allerdings nicht mit seinem Headbutt. Oder? Ich glaube nicht. Oh, your choice backs. Ne, sein Headbutt killt nicht. Brauch noch ein bisschen Chip Damage auf dem. Oder wir killen ihn jetzt einfach. Das ist auch eine Möglichkeit. Acef kommt rein.
Da möchte ich eigentlich ungerne. Der ist Sash. Braucht man gerade nicht drüber reden, der ist Sash. Wir gehen Moltres. Komm, Burn. Ja, cool. Hm. Milotic kommt rein. Ist in Ordnung. Hm. Wir gehen in Naganadel. Und ja, Recover kommt. Und an der Stelle würde ich sagen, drücken wir einfach mal einen T-Bolt. Hat auch wieder 50% Roundabout. Okay, er wollte nachschauen, was wir spielen. An der Stelle würde ich schon fast überlegen, aber auf Nasty Plot zu gehen. Ja, war der bessere Play. Dragon Tail kommt. Okay. Whimsicott. Guter Switchen. Ein guter Switchen. So, er spielt Dragon Tail. Wir können an der Stelle einfach einen Giga Drain droppen. Lecker, lecker. Ja, er recovert halt jetzt, ne? Aber er hat auch nicht ewig. Ah, gut, 11 Recovers hat er noch. Acer kommt rein. Okay. Den chippen wir an. Sehe ich gerne. Sehe ich wirklich gerne. Und was ist jetzt sein Play? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich wieder eine U-Turn. Wahrscheinlich wieder U-Turn. Ja, ich geh davon aus, er wird U-Turn drücken. Gehe ich jetzt stark von aus. Okay, man mit Schreiner wieder drum, wie bescheuert. Ich werde auch einfach auf U-Turn gehen. Er drückt Explosion. Wir überleben die sogar noch. Aber sterben an Gift. Schade. Ja, wir gehen Hooper. Wie Milotic, okay. Könnte jetzt potenziell tricken. Könnte potenziell tricken. Dann habe ich den Flame. Nee, ich kann nicht tricken. Ich kann nicht tricken. So, Hooper gegen Milotic. Gegen Milotic. Oyo Mix Wall mit Marvel Scale. Ist das Marvel Scale? Ja, doch, Marvel Scale. Und Status ist burned. Items haben sie jetzt mal keins. Ah, Hyperspace Fury macht halt gar nichts. Das macht halt gar nichts. Also ich kann das halt mit Naganadel noch gewinnen, das 1v1. Gar keine Frage. Aber ist trotzdem kritisch. Ich glaube, den wegzuhaben ist gerade wichtiger. Ich glaube, den jetzt wegzubekommen ist wichtiger. Schwierig. Will ich den tricken? Eigentlich nicht mit Dämon. Mein Naganadel ist zu slow, um Low Punny zu outspeeden. Wie viel macht Mamo auf Low Punny? Mamo Swine. Auf Low Punny. Mit einem Ice Shard. Zu wenig. Ich muss in Naganadel gehen. Das Gold kommt, ja. So, das heißt, ich muss jetzt wieder T-Bowlen. Okay, er drückt Recover. Ich muss weiter T-Bowlen. Ich habe jetzt keinen anderen Play. No Panic kommt rein. Okay. T-Bowl kommt, killt nicht. Killt leider nicht. Wir haben hier halt immer Jafar als Switchin. Zade hat er sogar. Okay. Wir drücken jetzt einfach Flamethrower. Er stirbt halt jetzt an Burn. Ja. Er stirbt an Burn. Und ich sollte jetzt das 1v1 gewinnen mit Naganadel. Aber ich mache das nochmal anders. Ich gehe jetzt nämlich in Hooper und drücke jetzt Trick. Ja, und er lockt sich in Recover.
Er lockt sich in Recover. GG. So, er ist in Recover gelockt. Und wir können jetzt auf Nasty Plot gehen. Und den two-hitten. Oder nee, eigentlich mit Nasty Plot sogar One-Hit. Mit Nasty Plot sollte das auch ein One-Hit sein. Nee, killt noch nicht. Okay. Aber der nächste killt. So, T-Bolt kommt. Und damit ist das Ding vorbei. Ja, GG. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Kampf. Ich habe jetzt keine größeren Misplays gemacht. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich war auf das Rotom mit Willow vorbereitet. Ich war auf Lopunny vorbereitet. Klar, Fassade hätte ich vorher auch im Kopf haben. Oder habe ich auch im Kopf gehabt. Weil was anderes spielst du ja auf Lopunny nicht mehr. Dragapult mit Hex. Das kam jetzt unerwartet. Ich habe vielleicht so ein bisschen mit Specs gerechnet, aber es ist fein. Die Explosion hätte ich auch voraussehen können. Habe ich auch im Hinterkopf gehabt. Aber ich glaube, dieser X-Scissor Play of Drapion, ich glaube, der war sehr wichtig. Ich glaube, der war unglaublich wichtig. Der war absolut insane. So, naja. Ich würde auf jeden Fall sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr das Video fandet. Und ich würde sagen, laut rein. Schauen wir uns noch auf den nächsten Video. Ciao, ciao.